In Bangladesch ist nach Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina und gewaltsamen Auseinandersetzungen eine Ausgangssperre verhängt worden. Das Innenministerium verkündete die Sperre am Sonntag. Sie soll auf unbestimmte Zeit gelten. Ab Montag gelte zudem für alle Bürger ein dreitägiger Urlaub. Bei den Ausschreitungen kamen mindestens 91 Menschen ums Leben. Die Polizei versuchte unter dem Einsatz von Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschossen die Demonstranten zu zerstreuen. Im ganzen Land wurde das Internet abgestellt. In zahlreichen Städten kam es zu Auseinandersetzungen von Anhängern und Gegnern von Hasina. Im Nordwesten des Landes seien 12 Polizisten zu Tode geprügelt worden, sagte ein Polizeivertreter. In der Hauptstadt Dhaka seien bei Straßenschlachten mindestens 11 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Es handelte sich um die schwersten Ausschreitungen in dem südasiatischen Land seit dem Sieg Hasinas bei Wahlen im Januar. Im vergangenen Monat waren mindestens 150 Menschen bei politisch motivierten Gewalttaten in Bangladesch ums Leben gekommen. Rund 10.000 Menschen wurden von der Polizei festgenommen. Studenten hatten gegen Quotenregelungen bei der Vergabe von Stellen im öffentlichen Dienst protestiert und den Rücktritt der Regierung gefordert.